Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu meiner neuesten Börsenanalyse DAX Daily. Ja, wir schauen uns heute mal an, deutsche Wirtschaft in der Rezession und gleichzeitig geht die Inflation zurück. Was ist wichtiger für die Börsen und wo geht's hin? Viel Vergnügen. So, als erstes der Blick auf den DAX. Wir hatten ja jetzt vor ein paar Tagen die Medienmeldung DAX in Rezession. Da werden zwei negative Quartale in Folge. Und da denkt man immer an Massenpleiten, Arbeitslosigkeit, Kursstürze. Also ein bisschen beeindruckt das den DAX, gebe ich zu. Allerdings ist die Reaktion bis jetzt sehr gelassen. Liegt wohl daran, dass wenn wir zwei Quartale mit Schrumpfung hinter uns haben und die Medien die Rezession feststellen, diese meistens schon hinter uns liegt. Außerdem ist es nur eine schwache Schrumpfung. Das ist das eine. Aber man muss natürlich beobachten, wie sich der DAX jetzt verhält. Also dieser Fehlausbruch hier auf ein neues Jahreshoch, dann mit Abverkauf danach und dieses komische Schulter-Kopf-Schulter ähnliche Gebilde hier. Sieht nicht wirklich gut aus, könnte durchaus sein, dass der DAX nochmal 1000 Punkte verliert, ehe er sich dann wieder fängt. Also es kann durchaus sein, dass er jetzt erstmal in der Schluckaufzone ist, nennen wir es einfach mal so. Es gibt aber durchaus auch noch eine gute Nachricht für den DAX und das ist die Inflationsrate in Deutschland, die nämlich deutlich zurückgegangen ist auf Jahressicht, nämlich von, jetzt muss ich selber mal gucken, 7,2 auf 6,1% im Mai. Das ist doch eine feine Nachricht. Heißt aber, am Ende nicht so viel, denn die Preise waren vor einem Jahr auch schon hoch. Einzig der Anstieg auf Jahressicht hat sich damit deutlich spürbar abgeschwächt, aber auf Monatssicht sind wir eben nur 0,1% niedriger mit den Preisen im Vergleich zum Vormonat. Aber wenigstens ist das eine Entlastung. Also es ist wenig. Also für uns Verbraucher erzählt ja die Entlastung auf Monatssicht, ne? Wir sehen eine echte Preissenkung, wenn die Preise im Vergleich zum Vormonat gesunken sind. Weil das merkt man direkt. 0,1% im Schnitt. Das ist wenig, aber es ist okay, es ist besser als nichts. Also, wenn der Trend so weitergeht, bin ich durchaus zufrieden. Da kommen wir nämlich mit der Jahresrate in Richtung 2%. In einem halben Jahr vielleicht. Und das wäre natürlich eine sehr gute Nachricht auch für die Börsen, weil die Börsen im Moment mit am meisten unter der Inflation leiden, beziehungsweise unter der Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Kaufverhalten schwächelt, weil die Leute das Geld zurücklegen müssen, sparen müssen, um noch über die Runden zu kommen. Also sparen können sie ja eigentlich gar nicht mehr, die meisten. Ja, also das ist eine richtig gute Nachricht für die Börse. Konnte die Börse kurzfristig nicht beflügeln, weil da andere Sachen im Vordergrund stehen, zum Beispiel der Haushaltsstreit in den USA. Ich denke, der wird sich aber über kurz oder lang legen und damit ist das mit der rückläufigen Inflationsrate, die wir hier mal sehen, über die letzten Jahre eine sehr gute Nachricht. Inflationsrate wird, denke ich, in den nächsten Monaten weiter zurückgehen und weiter deutlich zurückgehen. Also von daher haben wir hier einen gewissen Rückenwind für die Börsen. Man muss allerdings auch sagen, dass der DAX in der Nähe vom Allzeithoch schon sehr viel an guten Nachrichten eingepreist hat. Und da darf man sich jetzt nicht wundern, wenn da jetzt nach oben nicht mehr allzu viel kommt. Ich denke, dass die US-Börsen hier eher Nachholbedarf haben und dass die deutlicher steigen werden bis zum Jahresende als der DAX. Also der DAX hat einfach schon einen zu großen Schluck aus der Pulle genommen. Und hier haben wir auch nicht ganz so gute Nachrichten, wie ich das in den USA erwarte. Aber das Interessante ist, die Inflationsrate, diese rückläufige Inflationsrate, die hat nicht nur auf den DAX einen Einfluss, sondern die hat sogar noch einen größeren Einfluss auf den Euro. Und hier haben wir einen Euro-Dollar-Wechselkurs. Sie sehen, der Euro wurde letztes Jahr im Herbst ganz schön runtergeprügelt, deutlich unter die Parität. Also dann waren wir hier in der Spitze bei 95 Cent zum Dollar, dramatisch schwacher Euro. Und danach hat er sich wieder erholt. Warum hat er sich erholt? Weil die EZB Nachholbedarf bei den Zinserhöhungen hatte. Die hat nämlich später angefangen mit den Zinserhöhungen. Und überall in der Währung, wo die Zinsen steigen, kräftig steigen, dort fließt das Geld hin, weil dort gibt es wieder Zinsen zu verdienen. Also ist das Geld erstmal in den Euro-Raum geflossen. Das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen wieder, weil die Zinsfantasie aus dem Euro rausgeht. Denn wenn die Inflationsrate jetzt im Euro-Raum ebenfalls stark nachlässt,
wie das vorher schon im Dollarraum der Fall war, dann sinkt die Notwendigkeit, die Zinsen zu erhöhen. Damit ist der Euro nicht mehr so attraktiv für Investitionen, weil der Zinsgipfel nahezu erreicht ist und damit geht das Kapital jetzt aus dem Euro wieder raus. Und das wiederum könnte sich negativ auf den DAX auswirken. Also die Leute gehen ja nicht nur in Euro-Staatsanleihen, die gehen ja auch in DAX rein, um dort auf Währungsgewinne zu spekulieren. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, ziehen sie auch Geld aus dem DAX ab. Und wenn wir uns das mal hier angucken, Anfang Mai fing der Euro an zu schwächeln. Und jetzt gucken wir hier beim DAX. Ja, der fing Mitte Mai an zu schwächeln. Also man könnte sagen, es ist schon so ein erster kleiner Effekt zu sehen von der möglichen Umschichtung aus dem Euroraum möglicherweise wieder zurück in den Dollarraum. Interessanterweise baut der US-Aktienmarkt jetzt so langsam wieder stärker auf gegenüber dem DAX. Also speziell wenn wir uns den Nasdaq 100 angucken, der schön nach oben ausgebrochen ist in den letzten Wochen, während der DAX hier bestenfalls seitwärts läuft, dann stützt das auch meine These. Also wir merken uns, generell ist eine rückläufige Inflation oder eine sich abschwächende Inflation, nennen wir es lieber so, gut für den Aktienmarkt, aber wenn gleichzeitig die Zinsfantasie aus der Währung rausgeht, wie das jetzt beim Euro der Fall ist, und es da nicht viele andere Faktoren gibt, die den Euro stützen könnten, dann könnte sich das sogar negativ auf die Aktien, speziell auf den DAX, auswirken. Und mit diesen hoffentlich interessanten Aussichten verabschiede ich mich für heute von Ihnen, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt.